Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir sitzen hier immer noch im Haus der Graumähen. Unser Gesprächspartner vom letzten Mal hat sich schon entfernt in der kurzen Aufnahmepause. Dann stehen wir jetzt auch mal auf. Und zwar, wie gesagt, wir sind bei Graumähen und wir sollen ja den Bruder finden, den Thorald Graumähne. Wir hatten ja schon festgestellt, dass das doch eine ziemliche Entfernung ist. Deswegen würde ich das gerne wann anders machen, wenn wir auf dem Weg sind, irgendwo da in der Nähe. Und würde jetzt doch lieber erstmal dem primären Ziel folgen, und zwar zu den Graubärten gehen. Wir müssen mal so oder so hier raus nach Weißlauf. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jedes Fürstentum verfügt über seine eigene Strafverfolgung. So mag ein im Weißlauf gesuchter Verbrecher beispielsweise in Einsamkeit als unbescholtener Bürger gelten. Wir haben ja auch, wo haben wir denn diese 5 Goldmünzen Kopfgeld? Müssten wir noch irgendwo haben. Wo war denn das gewesen? War das hier gewesen oder war es im Flusswald? Na egal. So, ein kurzer Ruckler wegen des Speicherns. Und jetzt, nee, es war falsch. Müssen wir mal ganz fix. War hier der Markt der einzige, wo man Sachen. Ich kenne euch. Och, es ist. Ich will ja weg. Ich möchte echt raus aus Weißlauf. Das ist einfach nur nervig, eh. Ehrlich. Das ist schlimm. So, wir wollen ja dann hier hin, Waldheimer Türme, da besiegt man Banditen. Und dann müssen wir hier nach Ivarstadt. Aber vorher würde ich gern diese Drachenknochen verkaufen. Ich verbringe die besten Stücke vom. Für manche ist es Ramsch, für mich. Nein, er kommt. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, der hat 56 Gold, das bringt uns nichts. Das kriegen wir bei ihm hier nicht verkauft. Denn ich möchte gerne diese Drachensachen verkaufen, die warten. Was war's? Schuppen, Panzer, keine Ahnung. Was haben wir? Wir haben, genau, Schuppen. Und unser Fendal hat ja auch noch was. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Arm halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Worüber habt ihr beiden gestritten? Ich weiß noch nicht mal, mit wem er sich gestritten hat. Nun gut. Nun gut, dann reden wir halt nicht. Kann vielleicht hier die Schmiedin? Wo ist sie denn? Ist sie drin, ne? Ich würde halt gern loswerden, weil die uns, weil wir dadurch sehr viel Gewicht tragen. Sehr viel Ballast haben. Das ist uncool. Ich glaube, um uns auch hier ein Haus zu kaufen, haben wir, glaube ich, nicht genügend Kohle. Hi. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Jo. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Jo. Ich habe noch einiges. Willkommen in der Kriegs. Wollt ihr Wolfsbär, Kriegsbär. Oder Schaden austeilen? Ah, er hat Geld. Gut, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Hier, guck mal. Ich habe. Ach nee, ist das seins? War jetzt falsch. Aber ich kann es ihm nicht verkaufen. Schade. Okay, das ist jetzt doof. Jetzt können wir ihm denn hier mal vielleicht auf andere Art und Weise ein bisschen was loswerden. Hier, dem können wir das hier verkaufen. Eisenerz, können wir alles behalten. Das ist ein Eisenschild. Die Eisenstreitaxt. Jagdbogen, dann haben wir was anderes. Kaiserliche Stiefel würden uns was bringen. Langbogen kann weg. Lederstreifen weg. Pelzhelm weg. Die Sachen, die was bewirken, möchte ich eigentlich gerne behalten. Weißlaufer Wachenhelm kann weg. Wolfspelz. So. Mehr können wir ihm jetzt hier nicht verkaufen. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal, was er hier Feines hat. Wie viel Gold haben wir denn? 1514. Steckt das Ziel für 5 Schadenspunkte in Brand? Hast du irgendeinen Bogen, der was kann? Verursacht 20 Punkte Magika-Schaden. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Spitzhacke. Ich glaube, damit können wir irgendwann mal was abbauen. Ich habe gerade vergessen, was. Wir nehmen sie jetzt einfach mal vorsichtshalber mit. Okay, warte mal. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Also wie ich merke, werden wir uns wahrscheinlich diese Folge jetzt doch noch hier ein bisschen im Weißlauf aufhalten.
bevor wir dann auf Reisen gehen, weil ich möchte jetzt doch mal ganz kurz gucken, wie viel das jetzt kostet, wenn wir uns hier ein Anwesen kaufen wollen. Hier da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wir können Geld gebrauchen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Jo, wen sucht ihr nochmal? Ich hab nicht zugehört, Entschuldigung. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Tschüss. Früher oder später finden wir sie. Ja, viel Erfolg. So, wir müssen jetzt nochmal in die Drachenfeste zurück. Wir können uns mal ein bisschen beeilen. Die Ausdauer, die wir haben, ausnutzen. Jetzt müssen wir aber anhalten. So viel Ausdauer haben wir dann doch nicht. Stimmt, warte mal. Um den Baum, wo wir jetzt... Ach, der schreit schon wieder. Wo wir jetzt gerade hier bei diesem Baum sind, verschiedenes... zu den Banditen anführt, das wollen wir machen. Besuche den Schrein von Azura. Der Mamusch... Rede mit Becke über Carlotta. Über die Zerstörung. Hier oben ist es doch. Und darum würde ich mich gerne dann mal kümmern. Er steht doch. Ich kenne euch doch. Wer war das? Ey, ehrlich. Wo? Wo? Wie? Der da oder was? Ja, wir sind die Kinder der Menschheit. Ich verdrück mich immer im Menü. Die Banditen lassen wir jetzt erstmal auf Karte anzeigen. Ja, klar, das ist hier drinne. Ich würde gerne nach Weiß... Nee. Na, und schnell nach... Nein, will ich nicht. Komm, jetzt bleib doch mal. Nein, wir sind doch da. Was soll ich denn da? Standort, Tage, Umgebungskarte. Wo müssen wir denn da hin? Sprich mit den Graubärten, das ist unsere jetzige Aufgabe. Und wo ist die Person, mit der wir über... Machen wir das mal weg. Gibt's gar nicht zu sehen, oder was? Mit Danica über die Zerstörung des Gülden... Oder ist das die, die da saß? Die immer gesagt hat, das ist so traurig und so. Die saß hier. Ihr ein Drachenblut seid. Ja. Aber das hässlicher und mächtiger Talos. Gott, diese Gott. Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmähnen. Ja, rede in Ruhe weiter. Wo ist denn die hin? Das war die bestimmt, mit der wir schon mal ich gesprochen haben. Viel Zeit an den Marktständen, damit ist doch schön. Warum wart ihr denn alle hier Drachenfeste? Hattet ihr Anliegen an den Jarl? Da können wir mal gucken, ob die hier einen Alchemietisch haben, denke ich mal schon. Dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen was testen. Weil das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir die Rohstoffe haben, also wenn wir wissen, womit wir Heiltränke herstellen können. Das wäre vom großen Vorteil jedenfalls. So, wir müssen jedenfalls erstmal mit der Ratte reden. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Ja, aber nicht. Kann ich euch vielleicht helfen? Okay, 5000 Goldstücke, davon sind wir doch ein bisschen entfernt. Genießt euren Besuch. Davon sind wir dann leider doch ein bisschen entfernt. So, das ist Magie. Da. Sehr gut, okay, gut. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Wie nein. Die anderen großen Krieger? Du siehst doch, was ich hier gerade vorhabe. Distel, wovon haben wir denn? Lavendel. Lavendel könnte man mal rausbekommen. Wir können es natürlich auch mal essen. Das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Lavendel und vielleicht mit einer roten Bergblume zusammen. Haha, sehr gut. Aber mag ich gar senken. Okay. Aber wir haben wenigstens über Lavendel schon mal was rausbekommen. Das ist jetzt schon mal nicht so verkehrt. Entfernen. Magika wiederherstellen und Magika senken. So, wenn wir jetzt aber... Warte mal. Machen wir es denn? Distel, Ausdauer senken. Komm, wir haben genug Disteln, wir probieren es mal. Ne, hat nicht funktioniert, okay, geht klar. Ausdauer senken. Mondfalterflügel.
gut zu können. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher. Auch nichts. Skeverschwanz, darüber haben wir auch noch rein gar nichts. Wir hören gerade im Hintergrund was. Der Junge verhält sich in letzter Zeit immer merkwürdiger. Mehr als sonst, meine ich. Es sollte wirklich etwas unternommen werden. Ja, ja. Kümmert euch darum, Proventus. Wovon ihr auch immer da faselt. Ja, mein Herr. Dann sollten wir jetzt doch noch mal ganz kurz mit der Ratte reden. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Okay, genießt euren Besuch in Drachenfest. Diesbezüglich können wir ihn leider nicht direkt ansprechen. So, jetzt setzen wir uns hier mal schön hin. Während wir hier sitzen, gehen wir mal kurz zu den Zutaten. So, Frostresistenz ist geil. Ausdauer senken ist nicht so Bombe. Knochen, wir haben ja schon ein bisschen was rausbekommen. Lavendel, wir probieren mal. Magieresistenz ist doch schon mal gut. So, wir probieren jetzt mal einen Mondfalterflügel. Magiker senken, das ist nicht gut. Rote Bergblumen, Salz. Anfälligkeit für Magie. Wir sollten jetzt nicht in den Kampf gehen. So, jetzt, wir schlingen uns mal einen Skeverschwanz hinter. Ausdauerregeneration senken. Violette Bergblume. Ausdauer wiederherstellen. Gott, oh Gott. Oh. Das muss doch gerade ein totales Gefühlschaos bei uns sein, ey, ehrlich. Aber nur so finden wir halt über... Das ist bestimmt der Junge. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Was ist mit dir los? Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Laber. Du hast doch bestimmt auch was Besucht zu kaufen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Was habt ihr zu verkaufen? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Der hat sogar Bücher. Beschworene Streitaxt. Erschafft für 120 Sekunden eine magische Streitaxt. Schwert, beständiger Schutz. Blitzruhen explodiert, aber okay. Eichenhaut. Eisstachel. Feueratronarchen. Beschwört einen Feueratronarchen für 60 Sekunden an der Stelle. Auf die. Das ist gut. Feuerblitz. Oh, was hat denn der alles? Krass. Heilende Hände heilt bei Zielen, die keine Untoten, Adronarchen oder Konstrukte sind, 10 Schadenspunkte. Hellsehen, Kerzenschein. Lautlosigkeit, du bewegst dich 180 Sekunden lang lautloser. Krasser Shit. Schnellheilung. Beschwört einen Schutzgeist, Seelenfalle, Steinhaut. Zombie erwecken. Was ich gerne hätte. Wo haben wir's denn? Wo haben wir's denn? Oh, den Feuer. Bis wir die 5000 Gold haben, das dauert. Das schaffen wir jetzt nicht. Deswegen brauche ich jetzt hier auch nicht zu sparen. Ich hätte gern dieses Zauberbuch. Dankeschön. So, Schrifträumen bin ich eh nicht so scharf drauf. Okay. Können wir dir irgendwas verkaufen? Nee, das ist unseres jetzt. Warum tragen wir das nicht? Ach stimmt, warte Wenn mal. Ihr die entsprechende Begabung wir haben habt, den solltet Helm ihr die Akademie auf. Der Magier in Winterfeste besuchen. Na, wir behalten die Sachen mal noch. Und zwar... Obala. Wir müssen nicht in den Kampf ziehen. Nee. Ach, ich bin gerade total verwirrt. So, eigentlich bin ich nicht verwirrt, aber ich bin irgendwie durch den Wind. Zauberbuch Feueratronarchen. So... Beschwörung. So. Das sollten wir aber nicht in, hier irgendwie ausprobieren. Sonst sind die uns doch böse. Sonst fassen die das falsch auf. Und das wollen wir ja nicht. Wartet. Ich kenne euch doch. Obwohl. Ich ignoriere das einfach. Ist mir sowas von egal. Warte mal. Wo ist Och, sei doch ruhig. In letzter Zeit hat es den. Ja, aber nicht, warte mal. Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Müsste der nicht dass der nicht daran interessiert ist, an den Drachenknochen und Gedöns. Das wundert mich jetzt. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Okay, geht klar. Ist gemerkt, ist notiert. Hab ich mir in die Löffel geschrieben.
Die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olof Einauge, der seinen Feind, den großen Drachen Numinex, in den Mauern des Palastes gefangen hielt. Schöner Kopf. Auf einmal wechselt die Musik. Ich bin ein Drache. Wah, hab Angst vor mir. Wah. So. Oh, sieht das schön aus. Da haben wir diesmal keinen Mond, sondern wir haben Nordlicht. Also da ist auch ein Mond, aber der ist diesmal nicht so groß. So, okay. Jetzt fällt mir allerdings dann keiner mehr ein, der hier... Ah! Das war doch hier richtig. Idiot, ey. Draklas. Wir haben 100 Draklas übrig. Komm mal kurz her. Ich gebe euch Deckung. Ich möchte Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Ich habe keine Ahnung, wie viel der noch tragen kann. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Und zwar nimmt... Geben. Okay. Dann trägt der das jetzt erstmal. Ja, ich gehe auf... Wer ist das jetzt? Ach, der ist schon wieder. Boah, so. Wehe, du sagst irgendwas. Jetzt ist halt die Frage... Ach, keine Ahnung. Dann müssen wir uns um den Baum halt ein andermal kümmern. Ich wüsste jetzt nicht, wo sie sein könnte. Ich habe jetzt auch keine Lust, wo eigentlich jetzt noch in dieser Folge trunkener Jägers, Mann, da gehen wir mal rein. Jetzt in dieser Folge noch anfangen, schon mal los zu marschieren, ist vielleicht ein bisschen verkehrt. Wir haben zwar jetzt gerade mal eine volle Stunde, haben noch mindestens, also haben schon noch 10 Minuten, die wir jetzt aufnehmen können. Allerdings, nee, lassen wir mal. Wir gucken uns mal hier noch ein bisschen um. Leer. Nischt. Nada. Ah, doch hier, hi. Klinge und Schatten. Stille und Tod. Das sind meine Künste. Furcht ach, sie wollte und Reue was sagen. Sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir gemeinsam jeden Feind vernichten. Interessant. Bewegt euch immer im Schatten, damit ihr eure Feinde seht, bevor sie euch sehen. Wir haben aber noch Fendal, also von daher. Danke für das Angebot. Erindir. Ah, hallo, mein Argonia-Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Was habt ihr zu verkaufen? Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Dann warum fragst du dann? Eisenpfeile, kaiserlicher Bogen, Jagdbogen, Langbogen, Spitzhacke. Was haben wir denn an Kleidung hier? Ist aber alles zu teuer. Alles zu teuer. Was hast du sonstiges? Dietrich, super, geil, danke. Danke für nichts. Das nimmt mir das Kinngewicht weg. Wir laufen halt immer noch wie so ein Kaiserlicher rum, das gefällt mir nicht. An wen kann ich mich wegen einer Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet schon. Es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Denkst du, da waren wir noch nicht? Es Ehrlich? War mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Wir haben nicht mal ein Geschäft gemacht. Ist hier oben jemand? Wer schläft hier? Azem und Alam, wer auch immer das ist. Wir wecken die jetzt mal auch nicht. Na, wer hustet denn hier? Ja, was denn? Was ist denn los? Was kommst du denn angerannt? Ja, was ist denn los? Was schreist du? Dich mit deiner Axt mach ich locker fertig, also. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Aber zum Glück haben wir... Ich habe ganz kurz überlegt, ob wir irgendwas stehen, aber ich habe mir gedacht... lässt du mal. So, okay. Was haben wir jetzt hier für ein Haus? Briesenheim, Schlüssel erforderlich. Belletor. Hier drüben ist noch ein Haus. Wachunterkünfte. Na, schauen wir doch mal bei den Wachen vorbei, die uns ja wahrscheinlich alle kennen. Boah, wenn die jetzt alle auf einmal sagen, irgendwoher kennen wir dich. Dann raste ich aus, Wartet. Ich kenne euch doch. Oh, nicht. Nicht dein Ernst. Langsam habe ich die Schnauze voll. Herrliche Schrast. Götter.
Was für eine Magie. Oh, hier bist du. Ich hätte ihn jetzt fast getroffen. Aber ich lasse das lieber mal. Eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Wartet. Ich kenne euch doch. Oh, ich raste gleich aus. Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Ich bin der Tane des Jahr. Ich befehle euch, mich sofort gehen zu lassen. Dafür habe ich keine Zeit. Ihr etwa? Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ich ergebe mich. Bringt mich ins Gefängnis. Eher würde ich sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Ich bin der Tane. Damit kommen wir am besten raus. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Ja, aber dann passt du beim nächsten Mal besser auf, was du laberst. Kommandant, komm, aufstehen. Passt mit diesen Flammen auf. Oh, heul nicht rum, ey. Was hast du denn geträumt? Ich bin der Kommandant der Wache hier in Ja, Westen. Das steht da. Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Keine Angst. Ihr sorgt für meine Sicherheit. Ja, nee, ist klar. Ey, die Wachen vom Weißlauf nerven mich. Die nerven mich echt. Deswegen gehen wir jetzt auch. Boah. Auch nicht klug konstruiert hier, ey. Wehe. Ich gehe jetzt, bevor hier irgendjemand was sagt. Sonst raste ich aus. Zauberbücher können beim Hofzauberer im Palast des Jarl erworben werden. Ja, haben wir gerade gemacht. Ich habe das Spiel wegen uns herausgefunden. Ja. Schon ist die Musik aus. Was soll denn dieses lange Gelade? So, okay. Dann, zack. Oh, der Feueratronach. Hallihallo. Das ist ziemlich geil. Aber das müssen wir definitiv dann auch verbessern. Beschwörung. Das nimmt auch sehr viel Magiker in Anspruch. Und schon laufen wir zu dritt herum. So schnell kann das gehen. Wie lange blieb der jetzt da? Ich habe mich vergessen. Beeilung. Wer gehen denn hier schon wieder? Naja. Damit ihr das auch mal gesehen habt. So, jetzt haben wir aber gerade aktuell keine Mission, glaube ich, eingestellt. Nicht der Vermisste, der Weg der Stimme. Da müsste, da war es auf dem Berg, ja, ich glaube, auf dem Berg war es. Oder? Nee, war es nicht. Das laber ich. Auf dem da. Noch ist unser Feueratronach da. Das können wir erstmal einpacken. Du sitzt immer noch hier, ne? Hier wohnst du auch. Jetzt ist er weg. Ich glaube, eine Minute war das jetzt oder so in etwa. So. Winterhold. Evergreed. Das kann man schon kaum noch lesen. Ach, Windhelm. Riften. Ne, wir wollen jetzt in die Richtung. Gut. Ja. So viel dazu. Ja, in der Folge ist jetzt nicht so viel passiert. Wir haben uns noch mal ein bisschen im Weißlauf umgeschaut. Wir waren ein bisschen aggro zu den Wachmännern. Hätten eigentlich noch ein bisschen schlimmer drauf sein können, aber so what, vielleicht ein andermal. Die werden uns sicherlich des Öfteren noch damit ansprechen. Und irgendwann platzt die Bombe, definitiv. Jedenfalls begeben wir uns jetzt zu den Graubärten. Und auf dem Weg werden wir die Banditen besiegen. Ja, komm, springen. Los. Und hüpf. Hüpf. Komm schon. Da stand's doch gerade schon. Den will ich jetzt noch fangen. Komm, jawohl. So. Der ist ruhiger. Zack. Dafür brauchen wir nicht mal springen. Dahinter ist der Mond versteckt. Zu viele Wolken gerade am Himmel. Naja, wie gesagt, hiermit beende ich diese Folge. Bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal begeben wir uns zu den Graubärten. Bis dahin.